Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich durfte kürzlich ein Interview machen mit einem Psychokinesiologen, nämlich der Dr. Michael Treiner, und habe mich da ein bisschen verblüfft über Traumas, Karmas und wie das alles so zusammenhängt, Belastungen aus diesem Leben, aber auch aus vergangenen Leben, die durchaus dazu führen kann, dass Seelenanteile unseres Körpers eine Belastung auf sich haben, nicht im Gleichgewicht sind und diesbezüglich dann einen Auslöser hat auf unsere Gesundheit, die sich körperlich manifestiert. Das hören wir auch immer wieder aus der schulmedizinischen Sichtweise, aus der Psychosomatik, Psychoneuroimmunologie, aus verschiedenen Forschungsanstalten hört man immer wieder, dass die Psyche einen großen Einfluss hat auf den Körper. Und deshalb möchte ich in diesem Bereich Ihnen einfach mal ein bisschen mehr reingraben und hören, was der Dr. Michael Treiner da noch zu berichten hat. Zum Beispiel einfach auch über diese heutige Wendezeiten, was so da seine Erfahrungen sind im Umgang mit seinen Klienten und was er da schon alles gehört hat. Ich bin mal gespannt darauf. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, lieber Dr. Michael Treiner, ganz herzlich willkommen. Hallo Alexander. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt zur Wendezeit. Ich meine, alles zeigt im Moment ja darauf hin, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, oder? Ja, genau. Wir sehnen uns zwar immer wieder zum Altbewährten zurück, aber es kommt nicht mehr. Jetzt sind wir dran, es verändert sich was. Mhm. Und wir sollten alle auch sehr offen sein zu dieser Art Medizin, die du betreibst, wo verschiedene Ärzte dir schon Patienten zuweisen, wer heilt, hat recht. Ich glaube ganz fest daran, dass dem so ist und lasse es auch bei mir nicht zu, dass solche Dinge schlecht geredet werden, sondern es ist wichtig, dass die Menschen wirklich ganzheitliche Heilung bekommen. Und zu dir kommen ja wirklich unfassbare Fälle von Menschen. Und ich bin jetzt mal gespannt, was hast du jetzt in Bezug auf Wendezeiten schon alles erfahren, gesehen, gehört über deine Klienten? Gerne, das mache ich sehr gerne. Es ist ein spannendes Thema. Wie du sagst, ist es ja so, dass wir in einer Veränderung sind. Die Gesellschaft verändert sich im Moment schnell, einfach auch durch diese ganzen Ereignisse mit Krankheiten, die uns befassen, beschäftigen und auch einer Industrie, die sich plötzlich ins Stottern gerät. Also sind wir in großen Veränderungen. Wir haben in einer früheren Sendung mal aufgezeigt, dass die Seele ja eine Art zeitloses Wesen ist. Unsere Seele ist zwar mit uns hier in diesem Leben, wenn wir aber sterben, stirbt die Seele nicht mit uns, sondern die Seele bleibt irgendwo im Äther bestehen und kann, wenn sie will, wieder inkarnieren zu unserer Zeit, in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ich meine, das ist ein schöner Gedanke, den du jetzt da gerade hast. Ich glaube daran, für mich ist das völlig stimmig. Ich glaube auch an diese These, aber ich höre auch viele Leute, die sich mit diesem Thema noch nie beschäftigt haben und die jetzt bereits abgestellt haben wieder, weil sie einfach nicht an diese Reinkarnationstheorie glauben. Jawohl. Schade, aber ich bin voll bei dir. Mach einfach mal weiter. Ja, es ist ja natürlich, jeder hat sein Weltbild und wir müssen ja zusammen nicht die ganze Welt von etwas überzeugen, sondern vielleicht mal die Leute, die bereit sind dafür. Mhm. Ich glaube, man kann nie mit einer Botschaft alle Leute erreichen. Das ist ganz schwierig. Aber es sind viele Leute, beschäftigen sich mit solchen Fragen. Da bin ich überzeugt. Das sehe ich auch. Und das siehst du an den Einschaltquoten bei dir, dass viele Leute sich mit diesen Themen befassen. Und dann ist es eben schon so, dass man über die Seele viele Krankheiten heilen kann, betreffe das Ereignisse aus diesem Leben, aber auch Ereignisse aus anderen Leben. Und man kann das exemplarisch zeigen, man kann Fälle zeigen, wie das aufgelöst wird. Das ist Evidenz. Aber die meisten Traumas, die wir da noch in der Seele mittragen, haben schon noch die körperlichen Belastungen aus dem irdischen Leben, also Traumas aus dem jetzigen Leben. Ja. Und eher seltener sind das frühere, oder kann man das gar nicht so sagen? Vielleicht ist das schon so, wie du sagst, dass es mehrheitlich Themen aus diesem Leben sind, die wir bearbeiten. Aber es gibt Menschen, die haben gar nicht viele Traumas in diesem Leben eingefangen. Das gibt es auch. Mhm. Es gibt Menschen, die sind erstaunlich gesund aufgewachsen beispielsweise. Und solche Menschen kommen ja vielleicht auch mit irgendeinem Problem in Berührung und dann zeigt sich, dass bei denen eben etwas anderes aufgelöst werden sollte. Es ist so ein sowohl als auch. Es kann sein, dass wir in diesem Leben Traumas gefangen haben, aufgefangen haben. Es kann aber auch sein, dass die
woanders herkommen. Das gibt es schon auch. Also nicht alles ist aus dieser Jetzt-Inkarnation. Und wenn man dann sieht, dass ein Problem, vielleicht, dass man eine Angst hat zu sterben, Existenzängste, und dass das nichts mit diesem Leben zu tun hat, sondern mit einem anderen, und man das auflösen kann und der Patient dann keine Angst mehr hat, dann spricht das ja auch etwas für sich, oder? Und ich habe oft auch Psychiater oder Ärzte, die fast nicht glauben können, dass Dinge, an denen sie jetzt jahrelang gearbeitet haben, plötzlich weg sind. Das will ja nicht heißen, dass ich das besser mache. Die machen auch einen guten Job. Aber es gibt immer Fälle, bei denen kommt man nicht weiter. Das hat jeder. Das weiß auch jeder. Und manchmal gibt es eben einen anderen Therapeuten, der eben genau für diesen Fall noch eine Hintertür hat. Und so ist das eben mit diesen Inkarnationsgeschichten. Ob man das glauben will oder nicht, es gab mal eine Untersuchung meines Wissens in der Schweiz, wo man die Leute befragt hat, ob sie an Inkarnation glauben. Und das waren fast 40% haben ja gesagt. Ich glaube, der Grad an Menschen, die sowas für möglich hält, ist viel größer als in der akademischen Welt perzipiert oder wahrgenommen. Weißt du, es gibt ja auch so viele Studien oder Bücher, wo ich habe ja so vieles über dieses Thema gelesen, wo ja wirklich sauber dokumentiert ist, Fälle, die gar nicht sein können, Kinder, die wieder auf die Welt kommen und genau wissen, was das letzte Mal was vergraben hat und. Ja, genau. Es ist ja unzählig, oder? Unzählig, das sind tausende Fälle dokumentiert. Ja. Also eigentlich müsste man darüber gar nicht diskutieren, aber es ist halt schwer zu fassen. Genau. Also die Seele lebt immer. Die Seele lebt immer. Und die Seele braucht auch kein Geld und kein Reichtum von Immobilien, Gold und Silber. Es gibt eigentlich nur ein Reichtum, die innere Harmonie, ein Ausgleich, ein gefülltes, segenreiches, geliebtes Leben voller Glück. Genau. Und guten Taten. Ja. Kann man sicher so sagen. Und jetzt, deine Frage war ja ursprünglich, was sagt meine Arbeit zum Thema Wendezeit? Mhm. Und ich habe über die Seele ausgeholt, weil die Seele eben eine Art unsterbliches Ding ist, die in die Zukunft und in die Vergangenheit schauen kann, weil die Seele außerhalb der Zeit ist. Und ich habe Informationen wirklich direkt aus meinen Klienten zu dieser Wendezeit, die jetzt kommt. Und das finde ich ein wichtiges Thema, weil viele Menschen, die zu mir kommen, haben mit dieser Wendezeit etwas zu tun. Du kannst dir das so vorstellen, dass es Menschen gibt, die erkranken an irgendetwas Komischem. Vielleicht fallen ihnen die Haare aus und niemand versteht warum. Vielleicht haben sie Ängste, die kein Psychiater verstehen kann. Oder vielleicht sind sie hypersensibel. Sie können nicht mehr neben ihrem Handy sitzen, weil sie sonst Bauchweh bekommen. Irgendwelche komischen Dinge. Das gibt es tatsächlich. Oder? Und solche Leute sind dann oftmals mit dieser Wendezeit verbunden. Nicht immer, aber es gibt viele solcher Fälle. Die kommen dann und dann schaue ich mit denen, warum ihnen die Haare ausfallen, warum sie nicht mehr neben ihrem Handy sitzen können. Und wenn man dann in der Seele schaut, woher kommt das, kommt man manchmal auf Dinge, die in der nahen Zukunft passieren. Oder man kommt darauf, dass diese Menschen fast 180 Grad neben ihrer eigenen Lebensbestimmung unterwegs sind. Eine Aufgabe zu erfüllen hätten. Richtig. Oder? Und dann kann ich über zwei Dinge, nämlich über seelische Ereignisse, Traumas in der Zukunft, sowie Traumas in der Vergangenheit, im vergangenen Leben sein können Traumas in der Zukunft sein. Über dieses Tor kann ich in die Zukunft, kann ich von der Zukunft Bilder bekommen. Und das Zweite ist, dass ich bei den Leuten schaue, was sind ihre Lebensaufgaben in den nächsten 5 Jahren. Und da sehe ich ja natürlich ein bisschen über die Aufgaben, was in der Zukunft auf uns zukommt. Weil die Lebensaufgaben dieser Leute haben ja mit unserer Zukunft zu tun. Also eigentlich befragst du den Körper des Klienten. Jawohl. Und die Antwort kommt eigentlich aus der Seele des Klienten. Jawohl. Und diesbezüglich hast du eigentlich nicht eine Sicht in die Zukunft, sondern eine Ja- und Nein-Antwort der Seele. Ja. Zu etwas, was erst in der Zukunft stattfindet. Das ist eben auch schon faszinierend. He? Genau so ist das. Und die Seele kann mir helfen, den Patienten wieder gesund zu machen. Manchmal hole ich mir auch die Hilfe seines höheren Selbst. Das haben wir in einem anderen Film, haben wir das ja mal dargelegt. Aber in deinem System ist Hilfe angelegt, um solche Fragen zu lösen. Was ist deine Lebensaufgabe? Und allenfalls, wenn du Traumas aus der Zukunft hast, ist dein System bemüht, diese Traumas aufzulösen. Und ich habe über die Jahre jetzt einfach die Informationen gesammelt, die künftige Lebensaufgaben betrifft. Ich habe die Informationen gesammelt aus
karmischen Geschichten in der Zukunft und das gibt ein sehr kohärentes Bild. Jetzt bin ich mal gespannt. Also komm, das ist jetzt wirklich spannend für alle von uns, ich hoffe weil es, ja. Wir eigentlich alle nur wieder irgendwo ein bisschen Ruhe haben möchten. Mhm. Was sagen uns diese großen Seelenteile oder diese Klienten über deine psychologischen Fragestellungen über den Körper? Sag mal, jetzt bin ich gespannt. Genau. Die sagen uns Folgendes. Und man kann das, ich habe ja ein Buch geschrieben, ich habe die Geschichten vor etwa 2 Jahren geschrieben und ein Teil dieser Geschichten, die ich vor 2 Jahren formuliert habe, die treffen jetzt ein. Also das heißt, es gibt bereits eine erste Evidenz, dass die Dinge, die ich etwa für 21 vorausgesagt bekommen habe über die Geschichten meiner Klienten, dass das eintrifft. Tatsächlich. Ja. Fallbeispiel. Da staunst du auch, gell? Ja, weil du bist ja nie sicher, ob das, was du da zusammenbastelst, stimmt, oder? Und man ist ja ein bisschen ein Rufer oder ein einsamer Rufer in der Wüste mit solchen Themen. Die Akademien und so, die sind ja nicht an diesem Ort, sondern man wird eher als schräger Vogel betrachtet. Und von daher ist es natürlich dann schön, wenn man sieht, dass die Dinge tatsächlich Hand und Fuß haben. Und das, was ich sehen kann, das hat sich immer so gezeigt in den letzten Jahren, dass ab dem Jahr 2020, 2021 große Veränderungen kommen. Das kann man an den Lebensaufgaben der Leute erkennen. Ich habe ein Fallbeispiel. Vielleicht wird es so ein bisschen deutlicher. Ich hatte einen Ingenieur bei mir in der Praxis. Das war schon ein großer Schritt, dass ein Ingenieur überhaupt zu mir kommt. Mhm. Und dieser Ingenieur, der hat einfach so mit 50 gemerkt, dass er nicht mehr glücklich ist und hat das Gefühl, das kann es doch nicht gewesen sein. Und hat dann so ein bisschen auch so Krise gehabt und ist gekommen. Und dann haben wir früher oder später dann kam die Frage, was ist eigentlich seine Lebensaufgabe? Und dann haben wir diese Lebensaufgabe angeschaut, er wollte das unbedingt und das System war einverstanden, ihm das zu zeigen. Man muss ja immer auch fragen, ist die Seele bereit, das zu zeigen? Manchmal will sie das nicht. Wir haben da nicht immer nur ein Wunschkonzept. Und da kam bei ihm, er ist Ingenieur, entwirft irgendwelche Blechgeräte, wirklich etwas ganz Technisches, da kam bei ihm heraus, dass er seinen Beruf bald aufgeben werde und dass er sich mit der Heilung von Pflanzen, Bäumen und Menschen befassen werde. Und ich kann ja, diese Dinge kommen ja nicht aus mir, die kommen aus dem Unbewussten seines Systems. Ich bin ja nur der Dolmetscher gewissermaßen. Ich habe ihm das gesagt und er war total konsterniert, weil er sich eine berufliche Veränderung gewünscht hätte, die er intellektuell verstehen kann. Und dann kam, er werde Bäume und Menschen heilen. Und das etwa ab den Jahren 21, 22, 23. Diese Zeitangaben muss man immer ein bisschen mit Unschärfe, das kann auch mal ein Jahr daneben oder 2 Jahre daneben sein, aber in der nahen Zukunft werde er Bäume und Menschen heilen. Er ging dann sehr konsterniert nach Hause und fand so einen Mist. Damit kann ich ja nichts anfangen. Und wir haben dann auch noch gefragt, ob er in Richtung dieser Methoden, in dieser Fähigkeiten etwas investieren sollte, ob er beispielsweise eine Heilpraktikerschule machen sollte oder so. Und dann kam ganz dezidiert von seinem höheren Selbst, nein. Das, was er machen werde in 2, 3 Jahren, das könne er schon. Und da müsse er keine Schule machen. Und so ging er ganz konsterniert nach Hause. Mhm. Und mittlerweile ist diese Geschichte 2 Jahre alt und ich sehe den Mann ab und zu noch und er ist jetzt daran, sich zu überlegen, wie er das umsetzt. Und das hat damit zu tun, dass eben eine Zeit kommen wird, und das kommt in diesen Fallbeispielen immer wieder, wo wir plötzlich mit sehr viel kranken Menschen konfrontiert sein werden, wo unser System nicht mehr richtig funktioniert, dieser ganze westliche, moderne Staat wird plötzlich nicht mehr richtig funktionieren. Das kommt eigentlich in allen diesen Zukunftsbildern, die über die Klienten reinkommen, immer. Das kommt immer. Und es wird immer gesagt, es fängt 21 an. Mit Krankheiten, mit Wirtschaftszusammenbrüchen und dann einfach mit wirklich Veränderungen, dass viele Menschen krank werden, dass wir große Probleme haben werden, aber dass darin auch eine riesige Chance liegt, das System, was bis jetzt uns in Atem gehalten hat, ein bisschen zurückgeht und es Platz gibt für neue Geschichten, beispielsweise eine neue Medizin. Das sind die Geschichten. Und wenn ich das zusammenfasse, das sind sicher 30, 40 Fälle, die ich da zusammengezogen habe, um das zu formulieren,
sehen wir, dass so in der Zeit von 2021 bis 2023 eine große Veränderung stattfinden wird und wir offenbar in unserem Bewusstsein von dieser Stufe 1, die wir in einem anderen Film mal gezeigt haben, dass wir einen Bewusstseinssprung machen, zwei Etagen höher. Dass wir von dieser materiellen Welt, die wir hier haben, dass wir wie in ein anderes Bewusstsein reinkommen und dieser Wechsel wird 21 bis etwa 24 passieren. Das so viel zur Wendezeit. Und das heißt, dass wir, wenn wir dort in einem höheren Bewusstsein angekommen sind, werden wir über neue Fähigkeiten verfügen, dass wir gar nicht mehr diese Art von Medizin brauchen, die wir heute haben, weil wir selber merken, dass etwas nicht stimmt. Und dann präventiv zu jemandem gehen und sagen, du, ich merke, da stimmt mit mir was nicht, kannst du mir das wegnehmen? In diese Richtung gehen wir. Und das wird mit sehr vielen Veränderungen einhergehen. Vielleicht noch ein Fallbeispiel, dass das sehr gut dokumentiert, sehr typisch ist. Das Fallbeispiel einer Dame, die hat vor dem Fernseher geschlafen. Fernsehschlafen nennt man das, oder? Und die ist dann plötzlich in einer schweren Panikattacke aufgewacht. Und die hat geschrien und ihr Mann war völlig aus dem Häuschen und die konnte sich nach diesem Ereignis nie mehr richtig beruhigen, die war nachher wie aufgebracht. Und der Arzt hat die zu mir geschickt. Und wir haben das dann angeschaut, was bei dir passiert ist, und das ist eine, wirklich eine spezielle Geschichte. Die Frau hat bei diesem Fernsehschlafen offenbar einen Trigger vom Fernseher bekommen, der bei ihr etwas ausgelöst hat. Und ausgelöst hat er ein Paniksystem, sie hat echte Panik gemacht und wir haben das dann geschaut in der Seele, was das ist, wie das heißt und das war eine Art Glaubensmuster. Und das Glaubensmuster hieß, ich bin verloren und ich muss grauenhaft sterben, umkommen. Das ist ein schlimmes Glaubensmuster. Wenn du in dir drin überzeugt bist, ich kann nichts machen, ich werde schmerzhaft krepieren, dann macht das etwas mit dir. Und das hat bei ihr diese Panik ausgelöst. Und dann haben wir geschaut, woher das kommt. Und ich habe gedacht, es ist eine seelische Geschichte. Vielleicht hat sie als Kind etwas erlebt oder allenfalls in einem vergangenen Leben. Aber denkste, das war anders bei ihr. Und dann kam eine Geschichte von einer Frau, die parallel mit ihrer Seele inkarniert ist. Wir können ja mehrfach inkarnieren, das kann man zeigen. Und jetzt ist es so, dass manchmal es passiert, dass ein Mensch mit seiner Seele gleichzeitig auch noch mal ein zweites Mal inkarniert ist als andere Person. Also dass eine Seele parallel zur gleichen Zeit zweimal inkarniert. Das gibt es. Ich nenne das Zwillingsseelen. Und offenbar hat diese Dame, die zu mir gekommen ist, eine Zwillingsseele. Und der passiert, das hieß damals etwa in 2-3 Jahren, das war 2019, also 2-3 Jahre wären so jetzt langsam, jetzt, nächstem Jahr. Und da kam die Information, dass eine Frau vor einer Feuersbrunst davonrennt und sich versucht zu retten. Sie hat Todesangst. Und sie merkt dann, dass auf allen Seiten, wo sie rennt, ist dieses Feuer und sie kann gar nicht mehr aus diesem Feuer raus und sie stirbt dann mit der Überzeugung, ich bin verloren und werde schrecklich krepieren. Und dieses Glaubensmuster ist bei der Dame, die zu mir gekommen ist, beim Fernsehschauen hochgekommen. Dann haben wir das bei ihr aufgelöst, dieses Glaubensmuster, und haben gesehen, dass diese Frau in der nahen Zukunft in einer südamerikanischen Stadt von einem Brand überrascht wird, der durch Vulkane ausgelöst wird. Das sind einfach Bilder, die so reinkommen, die ich dann einfach als Wissenschaftler aufschreibe und dann schaue, gibt es ähnliche Bilder, und wenn überall immer gleiche Bilder kommen, dann sage ich mir, da könnte ein Muster sein, was uns etwas über die Zukunft verrät. Und so weiß ich, dass eben 21 bis 23, 24 jetzt ein großer Wandel passieren wird. Das sehe ich einfach aus den Geschichten der Leute. Und das ist der erste große Wurf dieser Wendezeit. Es hat angefangen. Wir sind drin. Und dann, wenn du noch zuhören magst, gibt es noch einen zweiten großen eine große Veränderungswelle. Und diese Welle wird etwa so 7, 8, 29 sein, gegen vor 2030, also etwa 7 Jahre später, gibt es nochmal eine Welle. Und die ist aber ganz anders. Dort gibt es nicht Krankheiten, dort gibt es keine Feuersbrünste, dort gibt es nicht den Ausfall unserer technologischen Infrastrukturen, sondern dort gibt es eine Art wie große Harmonie, die auf uns zukommt.
In dieser Frequenz 3, in die wir jetzt aufsteigen, dort werden wir nochmal eine Frequenz aufsteigen, in die Frequenz 4. Also in eine Existenzebene in diesem Universum, die nochmal eine Stufe höher ist. Und das wird eine sehr friedvolle Zeit werden. Und da kriege ich immer wieder Geschichten aus diesem Zeitfenster, 25 bis 30. Dass Menschen dort dabei sind, wie in ein goldenes Zeitalter hineinkommen, wo wir nicht mehr Angst haben, wo wir keinen Hunger mehr haben. Das sind die beiden Dinge zur Wendezeit, die ich einfach über meine Patienten konstatieren kann. Das sind doch super schöne Perspektiven eigentlich. Wunderbar. Gell? Wenn man die wahren großen Pandemien der Welt wie Hungersnot oder falsches Futter, das zu Krankheiten führt und. Das sind ja riesen Pandemien, wo wir alle ignorieren. Ja. Wenn solche großes Leid wirklich alles aufgelöst wird durch ein kollektives, sauberes Bewusstsein, wo wir Menschen zusammenhalten und als eins fungieren, dann ist das echt ein Traum. Weißt du, was jetzt gerade so spannend war? Alles, was du gerade erzählt hast, hat mir mal kürzlich eine Profi-Astrologin aus der Deutung der Sternenkonstellation auch so erzählt. Ach schon? Ja, jetzt frage ich mich wirklich, weißt du, das ist ja auch wieder irgendwo eine Kausalität. Du müsstest mit jemandem zusammensitzen, ihr redet die gleiche Sprache, aber du fragst einen Klienten Jawohl. Über die Psychokinesiologie und sie schaut sich die Sterne an mit ihrem tiefen Wissen. Jawohl. Das ist genau das Gleiche. Das kann ja schon sein. Wenn jetzt aus diesen Geschichten dieser Patienten eine Wahrheit herauskommt, wir werden es ja sehen. Ich sage immer, das größte Experiment ist die Zukunft. Sie wird uns ja zeigen, was passiert. Aber die Pandemie, die ist ja gekommen. Die haben wir die war ja dort schon erwähnt. Das Ganze fängt an mit Krankheit. Und das ist ja schon am Laufen. Also von daher hat sich ein Teil schon erfüllt. Wenn diese Dinge so passieren werden und das in irgendein Muster der Realität abgespeichert ist, glaube ich, dass Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen immer wieder auf das Gleiche kommen. Ich habe ja nicht eine Weisheit gepachtet. Ich frage nur Menschen ab. Ich weiß gar nichts. Ja, schön akademisch fragst du halt einfach ich frage ab. Strukturiert durch. Strukturiert. Kriegst halt die Antworten. Oder? Und krieg die Antworten. Und wenn ich 20 Mal das Gleiche höre, sage ich mir, da ist was. Es gibt Dinge, die sind so außergewöhnlich, da kann man keine Folgerungen draus ziehen. Aber wenn immer wieder kommt, 21 bis 23, die Leute, die zu mir kommen, Lebensaufgaben, viele, jetzt musst du dich ein bisschen festhalten, das hat auch esoterische Elemente drin, viele der Leute, die zu mir kommen, werden in dieser Übergangszeit bis 24 Leute heilen müssen und nicht mit Chemie. Anders. Viele der Leute, die dann kommen, werden in der Natur Heilungsarbeit machen müssen. Alles hochabstrakte, für uns westliche Menschen, hochabstrakte Aufgaben. Viele der Menschen, die zu mir kommen, werden in dieser Zeit mit diesen Lebensformen, die es eben auch noch gibt, kommunizieren und haben Fähigkeiten, mit denen Kontakt aufzunehmen. Das sind immer ähnliche Lebensaufgaben, die Leute zu mir bringen. Und daraus mit der Zeit wirst du stutzig und sagst dir, ja gut, ich meine, wenn das so bei allen immer das Gleiche ist, dann muss ja irgendwas kommen, was eben gleich ist. Und das wird eben dahin gehen, dass wir wieder mit den Wesen, die in diesem Universum um uns herum sind, teilweise in Kontakt treten werden, dass viele Menschen krank sind, wir sie heilen sollten und dass auch die Natur ziemlich viel Fett abkriegt, wo wir dran arbeiten sollen. Ja, und richtig, ja. Neue Technologien. Viele Leute, die zu mir kommen, haben wie technisches Wissen über Dinge, die wir noch nicht kennen. Und das ist sehr erfreulich. Ich bin sehr, sehr optimistisch für die Zukunft. Auch wenn wir jetzt in eine wackelige Zeit gehen, wo das, was wir liebgewonnen haben und wo wir uns dran gewöhnt haben, etwas zerzaust wird. Mhm. Aber das gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass wir die Dinge ein bisschen anders aufbauen können. Letzte Woche hat ein uns sehr bekannter Professor mir mitgeteilt, dass er in Zusammenarbeit mit ein paar Milliardären eine Technologie habe, wo die Regierungen bereits ihre Bereitschaft angezeigt haben, hier mitzuwirken, nämlich Energie aus der Luft zu gewinnen, Häuser zu heizen, nur mit Luft. Sie haben noch gesagt, irgendwie 600 Euro kostet die Umrüstung eines Teslas. Hinten kommt nur noch Wasser raus, vorne zieht der Luft rein und das läuft. Und jetzt kommst du und sagst, neue Technologien kommen, ja, der ist mittendrin und genau. Wird das verbreiten. Und, ja.
Also es sind viele gute Dinge, die laufen nicht nur schlecht, sondern wir haben auch ganz viel Gutes und Schönes, das kommt. Ganz, ganz klar, ja. Das sehe ich auch so, ja, absolut. Also ich bin da eigentlich sehr, sehr guter Dinge und an verschiedenen Orten kommen die Menschen ja, wie du eben sagst, auf ähnliche Dinge. Und das ist eben so, ich erfinde diese Dinge ja nicht, sondern ich beobachte sie bei Menschen aus ihrem Kollektiv oder aus ihrem Seelenkörper und sammle diese Informationen und gebe sie weiter. Oder, und was noch ein wichtiger Teil ist zur Wendezeit, finde ich. Diese Zeit wird nicht so einfach sein. Es wird Veränderungen geben, wir werden vielleicht auch Menschen verlieren und so weiter. Das sehe ich schon auch. Das sehe ich auch. Das eben ja Feuersbrünste. Sind wir mittendrin, oder? Wir sind schon mittendrin. Es wird Flugzeuge geben, die abstürzen, das sehe ich aus den Geschichten der Leute, dass plötzlich Infrastrukturen ausfallen, dass Menschen einfach umkommen auch, das gehört auch dazu, das ist sehr zu bedauern. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sich die Menschen auf diese Veränderung jetzt vorbereiten. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen, dass die Zuschauer nicht nur intellektuell zuhören, dass da etwas kommt, eine Veränderung, sondern dass sich die Menschen, die solche Sendungen schauen, auch vorbereiten auf diese Dinge. Und dazu habe ich etwas mitgebracht, nämlich ich habe dann versucht, in meinem Buch auch darauf hinzuarbeiten, dass die Menschen sich vorbereiten. Also 4 Maßnahmen zur Vorbereitung des anlaufenden Bewusstseinswandels. Der erste ist Heilung der eigenen Seele. Also dass du, genau wie du das vorgeschlagen hast, deine Seele heilst. Weil, wenn wir in dieses höhere Frequenzniveau kommen, in diese andere Welt, werden die Traumas, die wir in uns drin haben, vorsprudeln wie Champagner. In dieser Dichte, wo wir jetzt sind, können wir diese Dinge wie noch behalten, aber das wird immer schwieriger, unsere Traumas, wie soll ich sagen, zu deckeln. Also ist es wichtig, dass wenn wir diesen Aufstieg machen, dass die Leute versuchen, so viel wie möglich seelische Traumas noch loszuwerden. Der zweite Schritt ist, über diese Sachen, die wir jetzt besprechen, gibt es sehr wenig Wissen in den Massenmedien. Die Massenmedien füttern uns mit Ängsten über Krankheiten, über was weiß ich was, dass das Wirtschaftssystem wackelig wird und so weiter. Aber dass da so eine tolle Zeit auf uns zukommt mit neuem Wissen und, da hört man ja sehr wenig. Und daher rate ich den Leuten immer auch, geht über alternative Infokanäle, holt euch Wissen zu dieser Wendezeit. Und deshalb bin ich auch so froh, kann ich hier sein, weil das ein alternativer Infokanal ist. Mhm. Und dafür möchte ich dir danken. Ja, ebenfalls, danke. Und der dritte Punkt ist, dass die Leute mehr Zeit in der Natur verbringen. Klar. Weil die Reinigung unserer Persönlichkeit, das Verbinden mit unseren geistigen Fähigkeiten, das geht am besten in der Natur. Mhm. Also Leute, geht in die Natur. Verbringt viel Zeit in der Natur, esst möglichst natürlich, möglichst viel, einfach natürliches Essen, Natur, Natur, so viel wir können. Und der vierte Punkt ist ein bisschen spirituell, dass wir als Personen Bereitschaft geben für diese Wendezeit und für die Aufgaben, die wir in dieser Wendezeit haben. Ich habe so viele Menschen, die kommen jetzt mit ihren Lebensaufgaben, das hat mit diesem Wandel zu tun, dass wir wie an die geistige Welt die Botschaft schicken, ich bin bereit. Helft mir, dass ich in diese Aufgaben hineinwachse, und das ist etwas, was ich den Leuten in der Praxis zum Thema Wendezeit mitgebe. Mhm. 4 konkrete Schritte. Also auch das Festhalten an alten Strukturen, wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Und das kommt nur noch mehr Leid, wenn wir Sachen verlieren und nicht mehr im gleichen Schritt laufen können. Also wir müssen loslassen, es ist der Fluss der Zeit. Genau. Was war, kommt nicht mehr zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir wachsen in was Neues rein und ganz bestimmt in was Großartiges. Und heute haben Sie es vom Dr. Michael Trainer gehört. Er glaubt auch ganz fest daran, dass eine ganz tolle Zeit auf uns zukommt. Aber zuerst schüttelt und rüttelt noch ein bisschen. Das sehen wir ja dran, wir sind mittendrin. Aber dass es schon bald ab 23 aufwärts geht, gib mir Kraft und Hoffnung, und weiterzumachen und diesen Dingen den Lauf zu lassen und sich darauf zu freuen, dass wir hier ein Teil dessen sein dürfen. Ist auch kein Zufall, dass wir uns zu dieser Zeit inkarniert haben, sage ich immer wieder. Es ist eine spannende Zeit und es hat seinen Grund, dass wir dabei sind. Absolut. Lieber Michael, alles Gute. Danke, das wünsche ich dir auch. Und Ihnen auch. Unseren Zuschauern. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.